ich habe alles verstanden. Vielen Dank für den Hinweis. Wiederhören. Thomas an Tom Turbo, bitte melden. Was gibt's denn, Boss? Tom, da war ein Anruf gerade. Fritz Phantom ist auf dem Flugplatz gesichtet worden. Na und? Hey, Tom, Fritz Phantom ist einer der gefährlichsten Gauner der Welt. Vielleicht plant er was Schreckliches. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, Boss. Sie sehen doch, ich lasse mich gerade auf Hochglanz bringen. Sag, bist du Detektiv oder Mr. Superschön? Hä? Sie könnten eine Verschönerung auch vertragen, Boss. Sehr nett, danke. Und diese fliegende Klapperkiste soll uns bis zur Spinnenfestung bringen? Haben Sie etwas Besseres, Dr. Gruselklatz? Nein. Na eben, dann steigen Sie ein und meckern Sie nicht herum wie eine Ziege. Ja, und Sie, Fritz Phantom? Ich werfe den Motor an. Ist es schwer, dieses Ding zu steuern? Nein! Sie müssen sich um nichts kümmern! Das tue alles ich! Sind Sie wahnsinnig? Ich bin raus! Anhalten! Zur Spinnenfestung, denn ich will wissen, wieso Lord Spider uns dorthin eingeladen hat. Und bitte angeschnallt bleiben. Es könnte etwas wild werden. Fritz Phantom Airlines wünschen einen angenehmen Flug. Alles verstanden. Vielen Dank für den Hinweis. Wiederhören. Hey, Tom, da stimmt etwas nicht. Fritz Phantom hat Dr. Gruselklatz soeben in seinem Flugzeug fortgeschickt. So, fertig. Alles wunderschön. Lustig. Bestimmt hat der Dr. Gruselklatz einen Streich gespielt. Das glaube ich nicht. Flieg ihm nach. Nicht möglich. Ich bin noch nicht ganz trocken. Soll das ein Witz sein? Nein, ich bin wirklich noch nicht ganz trocken. Sag, Tom, wie kann man denn nur so eitel sein? Das ist vielleicht unser neuer Fall. Ha? Na gut, fahr ich eben los. Oh, schneller, komm. Mein Boss spinnt heute ein bisschen. Er sieht schon überall Gauner und Fälle. Sehen Sie schon die Spinnenfestung unter sich, Doktorchen? Ich sehe gar nichts. Ja, 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 ich sehe Sie, ich sehe Sie. Gute Landung. Wo ist Fritz Phantom? Ach, der Mistkerl hat sich nicht getraut, herzukommen. Feigling. Feigling? Was heißt da Feigling? Ich bin nur schlau. Boss, ich bin da. Fritz Phantom spielt hier nur herum. Ich habe diesen Brief an alle Gauner geschickt, denen Doc Turbo und seinen Boss das Leben schwer machen. Ich wusste, es geht um eine heiße Sache. Um was geht es? Ich habe da etwas, das die beiden Schnüfflern für immer verschwinden lässt. Für immer? Für immer? Für immer? Für immer? Sag ich ja schon! Das Gerät befindet sich an einem geheimen Ort. Die Miniaturausgabe sehen Sie da.
genial. Aber ich will 10 Milliarden um die beiden verschwinden zu lassen. 10 Millionen? So viel habe ich nicht. Ich auch nicht. Beschaffen Sie das Geld. Andererweise werden Tom Turbo und sein Boss weiter schnüffeln. Boss? Was hat Lord Spider vor? Ach, interessiert dich das plötzlich? Wir müssen etwas unternehmen, Boss. Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Wir beschaffen das Geld. Ich bin dabei. Aber wie werden Sie es anstellen, dass der Drahtesel und Thomas für immer verschwinden? Das ist ganz einfach. Es ist alles vorbereitet. Die können nicht entkommen. Ich muss nur noch einen Knopf drücken. Er gibt mir Geld. Und ich drücke den Knopf. Aber Sie haben Zeit nur, bis die Sonne untergeht. Es ist alles meine Schuld. Hätte ich mich nicht so lange putzen lassen, wäre ich jetzt nicht in allergrößter Gefahr. Tom, bitte. Das ist doch überhaupt kein Grund, dich jetzt selbst K.O. zu schlagen. Da haben Sie allerdings recht. Das Wichtigste ist jetzt, Tom, dass wir einen absolut klaren, ruhigen Kopf bewahren. Was gibt's da? Was ist das, Tom? Das ist die Bombe von Lord Spider, dieses Gerät. Das ist... Nur mein Spezialwecker. Das Blinken bringt mich auf eine Idee. Fritz Phantom muss an Dr. Gruselglatz einen Minisender befestigt haben. So ein Ding blinkt auch. Ich muss wissen, in welchen Farben. Könnt ihr uns da weiterhelfen, Detektive? Welche Farbe haben die Lämpchen am Sender auf Dr. Gruselglatz? Schreibt euch den Buchstaben auf, der beim richtigen Sender zu sehen ist. Wenn ihr die 5 richtigen Lösungsbuchstaben von heute sammelt, dann könnt ihr am Schluss des Falles das streng geheime Codewort knacken. Wozu brauchst du die Information, Tom? Ich stelle mein Empfangsgerät auf den Sender von Dr. Gruselglatz ein. Aha. So weiß ich immer genau, wo er sich befindet. Hey, gute Idee. Wir müssen den Doktor in eine Falle locken, damit er das Geld nicht beschaffen kann. Ja, aber was wird mit Fritz Phantom? Er ist fort. Oh nein, ich versage. Ich habe ihn entkommen lassen. Oh, Tom, nicht schon wieder. Du hast demnächst einen Sprung in der Festplatte, wenn du so weitermachst. Verzweiflung. Verzeihung. Tom, pass auf, es wird noch eine Weile dauern, bis Dr. Gruselglatz zurück ist. Such in der Zwischenzeit Fritz Phantom. Aber Detektive, was kann Lord Spider mit diesem Spinnenknopf nur auslösen? Wie wieder Tom und mich einfach verschwinden lassen? Ob hier irgendetwas im Detektivbüro schon versteckt ist? Wir müssen alles durchsuchen. Klicken Sie Ihr Geheimzeichen an. Zugang gestattet. Dringender Ruf! Dringender Ruf! Fritz Phantom an alle Gauner! Was ist los? Lord Spider hat eine Möglichkeit, Tom Turbo und Thomas Brezina für immer verschwinden zu lassen. Er fordert 10 Millionen. Wir müssen das Geld aufbringen. Locker 10 Millionen. Vielleicht verschwinden wir schon an. Los, die Arbeit. Klaut, was ihr kriegen könnt.
Hier bin ich richtig. Gut, Tom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Habe Ihnen allen noch schnell eine Beschreibung des Ortes, wo die Geldübergabe stattfindet, per Internet geschickt. So, mach mich auch auf den Weg, Geld zu beschaffen. Klicken Sie Ihr Geheimzeichen an. Hä? Detektive, kennt ihr Fritz Phantoms Geheimzeichen? Hä? Schreibt euch den Buchstaben auf, Detektive, den ihr bei Fritz Phantoms Geheimzeichen seht. Also hier im Detektivbüro ist nichts zu finden. Ich möchte wirklich wissen, wie Lord Spider mich verschwinden lassen will. Muss es sein. Ja, dort muss ich hin und den Gaunern das Geld abnehmen. Bekommt Lord Spider nichts, drückt er auch nicht den Knopf und uns kann nichts geschehen. Fritz Phantom, was tun Sie da? Entschuldigung. Ich bin unterwegs zum Gauner-Geheimtreff. Ich steuere Sie hin. Machen Sie schnell! Ich will hier raus! Keine Panik! Irgendjemand muss das Geld zu Lord Spider bringen. Und ich weiß auch schon, wer das sein wird. Hey Tom, schon was gefunden? Nein, Boss. Noch nicht. Ach, du, viel Zeit bleibt uns jetzt nicht mehr. Viel ist auf dem Bild aber auch nicht zu sehen. Ja, da gebe ich dir schon recht. Wo könnte das nur sein? Keine Idee? Es gibt einige verdächtige Orte. Wirklich? Zeig sie uns, Tom. Detektive, wohin soll Tom nur fahren? Hm? Das war das Bild aus Fritz Phantoms Computer. Und das sind drei mögliche Orte. Wo findet das Gaunertreffen statt? Notiert euch den Buchstaben, der am richtigen Ort zu sehen ist. Schon wieder habe ich versagt. Ohne Ihre Hilfe hätte ich den Gaunertreffen nie gefunden. Oh, was habe ich nur für einen Kollegen. Boing, heult wie eine Heulboje. Boing, einfach entsetzlich. Was? Boing. Was tun Sie da? Wir sind in größter Gefahr und Sie jammern herum? Tom, ich mach dich nur nach. Wirklich? Ja. Oh, was bin ich nur für eine Heulboje. Tom! War nur Spaß. Tom, alle Warntricks eingeschaltet? Natürlich, Boss. Gut. Und? Mein Computer meldet keine Gefahr. In einem Gaunertreff keine Gefahr? Irgendwie klingt das schon wieder gefährlich. 7 Millionen, 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen. Die Stimme kommt von dort drüben. Geld. Jetzt schnell zur Spinnenfestung. Oh nein. Tom Turbo kriegt uns nie! Schock! Die Stimme kommt vom Tonband. Oh nein, Tom. Bleibt die Frage, wo ist der echte Gaunertreff? Keine Ahnung. Ach, hey, ich habe eine Idee. Pass auf, kannst du nicht den Sender von Dr. Gruselklatz suchen? Denn Dr. Gruselklatz kommt sicher auch zu dem Treffpunkt. Keine schlechte Idee, Boss. Könnte glatt von mir sein. Der Sender liegt im Meer. Mist, der muss runtergefallen sein. Aber Moment, kannst du das Flugzeug von Fritz Phantom orten? Ha? Es kreisen mehrere Flugzeuge über der Stadt. Welches ist das Flugzeug von Fritz Phantom? Hm?
Notiert euch jetzt den Buchstaben, der beim Flugzeug von Fritz Phantom auftaucht. In die Richtung, wo das Flugzeug kreist. Gut. Vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen, sieben Millionen, acht Millionen, neun Millionen. Und Sie müssen auch mitzahlen. Du zahlst auch mit. Aber keine Aufregung, Kollegen. Damit Tom Turbo und sein Boss endlich verschwinden, lasse ich schon was springen. 10 Millionen. Und wie kommt jetzt das Geld zu Lord Spider? Ich betrete die Festung nicht. Ich auch nicht. Lord Spider ist so gefährlich wie wir alle zusammen. Ich habe einen Boten. Da kommt er schon. Zurück zur Spinnenfestung. Ja! Zu spät. Ja, Tom, Moment. Bevor du dir jetzt gleich wieder mit den Antennen auf den Lenkstangenkopf haust, nimm lieber die Verfolgung auf. Wird gemacht, Boss. Wo hat er den richtigen Gaunertreff gefunden? Warte, dich hänge ich ab. In der Luft funktioniert mein Turboschnellgang nicht. Tom, du musst ihn aber unbedingt wieder einholen. Nicht möglich. Tom, wenn Dr. Gruselklatz rechtzeitig das Geld übergibt, dann setzt Lord Spider dieses Ding in Gang, das uns beide Boss, verschwinden lässt. Ich habe das Flugzeug aus den Augen verloren. Oh, nein! Was sollen wir jetzt nur tun? Dr. Gruselklatz darf unter keinen Umständen rechtzeitig landen. Moment. Ich habe eine Idee, aber dazu muss ich etwas wissen. Detektive, ich brauche eure Hilfe. Mit welchem Hebel kann man das Flugzeug nach links und rechts steuern? Ihr braucht den Buchstaben, der bei diesem Hebel zu sehen ist. Was haben Sie vor, Boss? Tom, ich schicke Fritz Phantom den Turbokraftstrahl. Was? Aber Boss, dann bekommt er vielleicht Superkräfte. Oh nein. Der Turbokraftstrahl, der soll die Fernsteuerung treffen und dort etwas auslösen. Achtung! Das darf doch nicht wahr sein! Ich kann mein Flugzeug nicht mehr steuern! Und Dr. Gruselklotz fliegt jetzt immer im Kreis! Früh gefreut. Oh, welch hoher Besuch. Schock. Bleib, wo du bist. Sonst lasse ich dich und deinen Boss für immer verschwinden. Boss, da stimmt etwas nicht. Der Knopf. Sonst drücke ich ihn. Wieso soll ich eigentlich verschwinden?
wenn doch der Knopf mich und meinen Boss angeblich ohnehin verschwinden lässt. Aber ich bin ja noch da. Und Tom auch? Lord Spider kann uns gar nicht verschwinden lassen. Was? Das ist alles Schwindel. Er hat seine Gaunerkollegen ausgetrickst. Hier mit dem Geld. Und tschüss. Tja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und zuletzt lachen wir natürlich. Detektive, und für euch gibt es sicherlich jetzt auch gleich Grund zur Freude. 5 Detektivfragen habe ich euch gestellt. Und wenn ihr 5-mal die richtige Antwort und den richtigen Buchstaben gefunden habt, dann könnt ihr jetzt das streng geheime Codewort knacken. Lest dazu ganz einfach die Buchstaben von hinten nach vorne. Und so könnt ihr mitspielen. Ruft an und sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter. 0810 001 199 ist die Telefonnummer. Codewort und Gewinner der letzten Folge seht ihr im Teletext auf Seite 709 oder im Internet unter konfetti.orf.at. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr bekommt für eure turbotolle Grübelleistung ein spannendes Buch und eine Detektivurkunde von Thomas Brezina. Das war's für heute, Detektive. Und heißt das Piepsen schon wieder? Ich glaube, ich muss dringend den Spezialwecker reparieren. Bis zu unserem nächsten Fall. Nächste Woche. Bleibt auf der Spur. Ihr wählt und wir spielen die heiße Spur-Wunschfolge der Woche. Hilfe! Er plant etwas Schreckliches! Skateboard, ich glaube, er spricht. Ein ungewöhnliches Großmaul. Attacke! Die Ereignisse überschlagen sich. Detektive, was würdet ihr jetzt tun? Ganz klar anrufen, und zwar die Nummer 018 820 830 und die Endziffer 11 für diese Folge. Ein Affe im Anzug? Einfach tierisch. Ihr seid das. Also stürzt euch ins Vergnügen und wählt die Endziffer 12. Oder? So nicht, mein Herr. Das fesselnde Abenteuer ums geheimnisvolle Wurmloch. Einfach unglaublich. Haben wir das nur geträumt? Tom Turbo!